Okay, weiter geht's mit Let's Play Pokémon Weiß. Wir sind ja im letzten Part in Maria City angekommen und haben uns die Stadt auch mal schön angeguckt. Und jetzt sind wir bei den Tiefkühlcontainern. Wir haben auch noch die Aufgabe von Turner, dem fünften Arenaleiter, dem hier in der Stadt. Wir sollen nach dem Plasma suchen, weil die wohl in die Stadt hier geflohen sind. Und dann gucken wir uns erstmal die Route an. Vielleicht finden wir sie ja hier irgendwo. Ein Helm ist ein unabdingbares Item, um sich vor Stößen zu schützen. Kann sicher nicht schaden, wenn du deine Pokémon auch damit ausrüstest. Genau, der Beulenhelm ist ein ziemlich geiles Item. Dein Beutelhelm ist ein interessantes Item, wie ich doch gerade schon so ziemlich sagte. Wird ein mit einem Beulenhelm ausgestattetes Pokémon von einer physischen Attacke getroffen, erhält der Angreifer ebenfalls Schaden. Es ist also so ein bisschen wie der Effekt von Rauhaut. Da bin ich ja, das weiß ich jetzt selber nicht, da bin ich jetzt neugierig, wenn ein Pokémon mit Rauhaut, jetzt zum Beispiel, sag jetzt mal ein Torhaido, wenn das jetzt noch einen Beulenhelm trägt, kriegt der Gegner einen doppelten physischen Schaden oder überbrückt die Rauhaut das praktisch? Oder sonst, wem geben wir das? Wir haben allgemein, ich sehe gerade, wir haben noch gar keine Items verteilt. Hätte ich schon im vorletzten Part machen sollen. So, okay, den Beulenhelm bekommt. Am besten jemand, der viel aushält. Ich gebe ihm jetzt mal Moon hier. Weil er auch ja oft mal von Finte oder Verfolgung sowas mal getroffen wird. Dann haben wir den Expertengurt. Den geben wir Neo Golbat. Die Holzkohle bekommt Verkokel. Und was haben wir noch? Die Scope-Linse geben wir dann wieder Navitaub. Weil das einfach eine geile Kombo war mit Windschnitt. Und da will er sich fighten. Tatsächlich. Also sind tatsächlich noch kämpfende Trainer. Aber es verteilen sich das Gewicht ihrer schweren Ladungen mit Pokémon. Ich bin nur ein Teenager. Nein, anscheinend ein Teenager. Aber auch mir stehen meine Pokémon-Helfen zur Seite. Ihr wisst, ich nenne die gerne Teenager. Weil ich habe die vorher auch immer so genannt. Ich habe gedacht, hey, Teenager, was ist das eigentlich? Was sind das für Menschen, die haben. Ja, Teenager. Und erst später, als ich die englische Aussprache erlernt habe, in der dritten Klasse, habe ich gecheckt, dass es Teenager heißt. Und ich muss auch kurz was an den Grafikeinstellungen ändern, weil ich sehe, dass der Regen gar nicht richtig angezeigt wird. Sollte jetzt gefixt sein. Und dann greifen wir direkt mal mit Nachtnebel an. Weil der Nebel, ach der Regen, der wurde nämlich gerade so komisch pixelartig angezeigt. Genau, und jetzt kriegt er noch ein bisschen Schaden durch Beulenhelm. Und das ist epic. War jetzt mal ein bisschen doof jetzt, weil bei ich nehme im Moment 3 DS-Spiele auf. Und bei jedem DS-Spiel muss ich wieder eine andere Grafikeinstellung machen. Da komme ich immer ein bisschen durcheinander. Deswegen muss ich das manchmal auch so umstellen ständig. Aber es geht ja schnell zum Glück. Okay, Laukaps. Ah, es macht Ausdauer. Aber ich glaube, wir werden das sowieso nicht one-hitten. Ne, noch nicht mal two-hitten. Ich versuche mal mit Unheilböen, wie viel wir so abziehen. Oh gut, jetzt kriegt er wieder Selbstschaden. Sehr gut. Der kriegt, glaube ich, jetzt mehr Schaden als... egal, der kriegt mehr Schaden, als er selbst gemacht hat. Totale Verschwendung. Ja, haben wir den Teenager fertig gemacht. Aber hier ist noch einer. Weil diesen, von denen gibt es echt ein Nest. Und eigentlich wollte ich die ja gar nicht mehr vorlesen, weil die immer so dummes Zeug labern. Und ich glaube, das wird auch wieder das längere Part, weil es auch hier heute viel zu gut, ja, viel zu tun gibt. Ja, der Regen ist zwar noch nicht richtig angezeigt, oder spielt das überhaupt eine Rolle? Ne, dann stelle ich das wieder um, weil dann stelle ich das wieder so rum, wie das eigentlich sein soll. Weil sonst werden auf der Overworld wieder ein paar Grafikfehler kommen. Weil das hat mich jetzt echt gewundert. Weil das habt ihr auch gerade gesehen, der Regen, das war, der wurde so viereckig dargestellt und jetzt auf dem DS da ist er halt da so als Strich hier angezeigt, so, also ist so ziemlich flüssig dann von der Grafik her.
Das war jetzt hier halt nicht der Fall. Oder es fällt mir einfach nur so auf, weil ich den Emulator auf, weil ich die Zentrierung hier zweifach vergrößert habe. Weil ich ja hier auch alles ein bisschen verpixelter auch gerade sehe und ein bisschen größer als auf dem DS halt. Kann natürlich auch daran liegen. Und einfach nochmal mit Nachtnebel drauf. Okay, auswechseln kann ich jetzt sowieso nicht, weil die Tarnsteine, die würden nur unnötigen Schaden machen. Also deswegen bleiben wir mit Mumie auf dem Feld. Außer es geht nicht mehr. Und ich hoffe, jetzt macht er mit Beulenhelm irgendein Mist. Aber er macht Katapult und ich glaube, sieht schlecht aus, ja. Okay. Dann nehme ich jetzt auf keinen Fall ein Pokémon, das schwächere Stein hat, weil er sonst viel abzieht. Sondern Chromosomen nehmen wir. Und wir müssen gucken, was wir gegen Turner einsetzen werden. Er hat nämlich Boden-Pokémon, aber der hat auch... ich glaube, der hat aber auch einen... Ich erinnere mich an einen Boden-Unlicht, da können wir Pigment benutzen. Dann haben wir... Da haben wir noch ein zweites, da können Litomit und Pigment was machen. Und was hat er noch? Ein drittes. Ja doch, eigentlich kann man damit Kampfattacken den auch besiegen. Obwohl der eigentlich auf Boden-Pokémon spezialisiert ist. Und sonst haben wir auch noch Chromosom, Taube, die können auch alle viel ausrichten. Okay, der entschuldigt sich bei seinem Vater dafür, dass er ihn enttäuscht hat. Okay, hier gibt es auch noch Items, okay. Ah, ein Hypertrank. Haben wir schon mal Geld gespart. Was will der? Um kleine Lieferungen kümmern sich meine Pokémon. Größere Lieferungen werden per Schiff versandt. Du kannst ja also jemals das optimale Versandzeug aussuchen. Toll, und mehr ist hier nicht. Na gut, der Beulenhelm war da, aber der Trainer gibt nichts oder so. Der steht einfach nur so rum. Und auch jetzt, aber jetzt auf der Overworld wurde der Ring wieder flüssiger angezeigt. Also diese so strichartig. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und die Maus nehme ich mal wieder weg. Und dann gehen wir mal weiter nach unten, was uns da noch alles erwartet. Ich kann auch schon mal vorweg sagen, wenn wir noch so weit kommen, wird uns auch hier viel Story erwarten. Aber das, wie gesagt, das ist noch alles interessant. Und der will sich nicht fighten. Zum Tiefkühlcontainer gelangt man durch die Lücke zwischen dem Zaun und diesem Container hier. Und da im Müll ist doch bestimmt was. Oh geil, also der das wegschmeißt, der sollte schon mal in die Klapse. Also warum sollte er sowas wegwerfen? Ist er reich oder so? Und was gibt's hier noch? Ach genau, ich wollte eigentlich die Angewohnheit machen, mir Schutz zu kaufen. Und es gibt auch noch einen Gelatini. Haben wir, glaube ich, auch noch bisher noch gar nicht getroffen. Aber... Ach ne, ich brauche das aber nicht. Wir fliehen. Okay, ein Äther. Aber was finden wir denn hier noch alles? Ah, ich glaube, da ist noch ein Trainer, der sich noch fighten will. Okay, ein Tauchball. Können wir auch noch gut gebrauchen. Das Item nehmen wir natürlich auch noch mit. Weiß man, das war ein Doppelkampf. Mit den beiden. Aber ich werde wohl fliehen, weil ich jetzt im Moment keinen Bock auf Kämpfen habe. Weil wir werden nämlich gleich noch gegen genug Trainer kämpfen, um zu leveln. Okay, und ein Protein erhalten. Ich bin mir sehr sicher, dass er noch kämpft. Ja. Und dann können wir nicht in die Tiefkühlcontainer mal reingehen. Naja, der... Ich bin mir sicher, der hat bestimmt Eis-Pokémon. Nee, doch nicht. Der hat das genaue Gegenteil. Der hat Pflanzen. Ah, das war ich schon wieder. Da werden jetzt schon wieder diese Affen benutzt. Reicht das nicht langsam? Also diese Affen, die finde ich hier echt überbewertet in diesem Spiel. Die werden echt viel zu oft eingesetzt. Naja, wenigstens kriegt er jetzt noch Schaden. Die haben zwar ein cooles Moveset und so, aber nach einer Zeit werden die auch langweilig. Vor allem, weil später kommen noch die Weiterentwicklungen von denen, dann werden die von jenen wieder 10-mal eingesetzt. Das ist echt ein bisschen doof.
Auch allgemein diese Idee, dass nur neue Pokémon vorkommen. Das ist ja, ja, ist auch nicht allzu gut, aber andererseits muss man auch wieder sagen, das war schon richtig so. Weil es ja schließlich 156 neue sind und die hätte man jetzt nicht alle einfach so unterbringen können. Na gut, in Schwarz und Weiß 2 haben die das ja gemacht, aber das ist gut, dass sie dann Schwarz und Weiß, dass Schwarz und Weiß dann dafür da ist, sich dann erstmal die neuen Pokémon zu gewöhnen. Weil viele haben die auch als sehr gewöhnungsbedürftig empfunden. Ich war auch erstmal ein bisschen kritisch, weil ja einige doch ein bisschen komisch aussahen. Aber mittlerweile hat man sich komplett dran gewöhnt. Ach nein, oh, ich habe mich vertippt. Ach, nee. Aber es trifft wenigstens. Ey, wenn ich jetzt noch überlebe mit einem KP. Entschuldige. Boah, ich musste lachen und gleichzeitig husten. Echt richtig geil. Ja, mein Husten ist noch nicht ganz so weg. Aber fast. Okay, dann heilen wir kurz Mumie und dann gehen wir rein in die Tiefkühlcontainer. Und genau, die heilen 100 und davon haben wir 12 Stück. Und davon wird, glaube ich, auch nicht viel bezahlt. Also da würde ich sogar gerne öfter einkaufen. Und, ah, jetzt haben wir ja Pokémon. Was erwartet uns diesmal? Ein Terrypark. Wollen wir nicht, wir hauen ab. Ja, ja, Regen. Jetzt kommt noch der Bedroher. Und tschüss. Auf Flucht gescheitert, oh. Okay, du bist entkommen. Na gut, Mumie ist nicht der schnellste, vermute ich deswegen. Och, Mann. Nochmal Frigometri. Nee, ach, nicht Frigometri, Gelatini. Aber gucken wir in den Tiefkühlcontainern, weil Team Plasma treibt sich ja hier irgendwo rum und die können dann ja nur noch da drin sein. Ah, okay, uns kommt noch Sharon. Barry. Meinst du wirklich, dass die Typen von Team Plasma da drin sind? Vielleicht ist ja echt nicht mein Ding. Aber es hilft wohl nichts. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Nervig, nervig. Naja. Team Plasma ist schon nervig. Ist hier oben noch was? Boah, ich suche gleich einen Schutz raus. Nee, jetzt echt also. Das ist schon langsam nervig. 12 Minuten schon rum und das Eigentliche, was ich in diesem Part machen wollte, haben wir noch gar nicht angefangen. Weil es ist schon immer, wenn ich jetzt, vor allem hier zocke ich ja nicht blind, ich weiß ja immer, wann was kommt. Ach man, jetzt flieh doch mal. Da setze ich mir dann schon mal so ein paar Ziele, auch was ich mir mal in welchem Part gerne schaffen will. Weil, wie gesagt, da kommt noch ein bisschen was Storymäßiges und auch ein paar coole Dialoge, auf die ich mich schon freue. Die wir vielleicht auch noch in diesem Part sehen werden. Aber das erste, was ich jetzt mache, ist erstmal nach einem Schutz suchen. Und nachdem ich nach einem Schutz gesucht habe, werde ich den Schutz auch einsetzen. Und damit hat sich auch die Sache. Oh, tatsächlich ist noch ein Item. Eine Herzschuppe. Und kann ich noch da rein? Ne, ist nur zur Zierde. Dann rein da. Okay, es ist also völlig eisig. Wie dem auch sei. Mich beschäftigt irgendwie immer noch, was der Schemp gesagt hat. Gibt es für Trainer etwas Wichtigeres, als stark zu sein? Ach, ich kann nicht viel darüber nachdenken. So viel ich will. Also ich kann darüber nachdenken, so viel ich will. Ups. Ich verstehe es einfach nicht. Das nervt. Aber wir sollten uns echt mal da drin umsehen. Ah, ja, ich glaube, die kämpfen. Ah, die kämpfen doch nicht. Genau. Ach, der zählt nur. Ich meine, das. Ja, dass wir aufpassen müssen und so ein Zeug. Ich geh mal kurz hier entlang, weil ich glaube, hier kriegen wir eine richtig gute TM. Genau, Siedewasser. Richtig geile Wasserattacke, die zieht erstmal ziemlich viel ab und die kann noch verbrennen. Und die ist speziell. Ich weiß nicht, ob die einer von uns erlernen kann. Ich versuch's einfach mal. Genau, hier TM 550. Ich meine sogar, das war am letzten Pokémon-Day mal so eine Frage da. Wir werfen ja immer so Fragen in die Runden. Und die Runde, und da war letztens die Frage, was diese, welches TM Siedewasser ist, und da hatte ich keine Ahnung gehabt. Oder war das umgekehrt, oder war die Frage, was ist TM 550?
Weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ich glaube, die kämpfen trotzdem. Ja. Dann wollen wir einmal ein bisschen uns nach Team Plasma umsehen. Dann sind wieder andere Leute, die sich uns in den Weg stellen, wenn es mal nicht Team Plasma ist. Also, die haben echt keine, die nehmen echt keine Rücksicht. Voll egoistisch eigentlich. Also, die Pokémon-Welt und so ist denen scheißegal, ne? Dass Team Plasma da, was auch immer die vorhaben, was sie da, dass sie da ihr Ziel erreichen. Aber die Hauptsache, ihr Kampf, ne, ihr Training und so. Hauptsache, die können sich von der Arbeit ablenken. Und, also nehmen sie einfach gar nicht ernst, was... Na gut, aber der Protagonist, der kann ja auch nicht sprechen, das hast du mit, der kann ja nur Ja und Nein sagen. Oder das kann auch nur mal, und selbst das müssen wir denn ja für ihn entscheiden. Oder er kann nur sagen, los für Neo Golbat oder mach es fertig und sowas. Mehr kann er ja nicht sagen. Ja, sonst kann er sich immer beschwert, so, dann sagt er einfach, ich kann jetzt nicht in Eile, ich muss die Plasma töten. Ich meine, besiegen. Deswegen, nein, hier sterben doch keine. Also, solange es nicht der Manga ist, sterben hier keine Pokémon. Genauso wie in Yu-Gi-Oh!, ne, wo die alle da eigentlich gestorben sind. Nee, nee, die sind seit der Schatten gekommen, die sind nicht gestorben. Wenn man sich an fünfte Staffel erinnert. Also auch für die, die das gesehen haben, von die fünfte Staffel von Yu-Gi-Oh! Und wenn die immer angeben, so richtig offensichtlich getötet wurden, die alle da, wurden, da starben ja auch ein paar. Und was sie da gelabert haben, die kommen ins Reich der Schatten, das ist alles nur Zensierungszeug, alles nur Zensur, in Wirklichkeit sind die alle gestorben. Und ich hätte schon längst A drücken sollen, damit der Kampf beginnen kann, während ich laber. Das war ziemlich schlecht von mir eingefädelt. Und der Isaac. The Binding of Isaac. Oder Isaac. The Binding of Isaac, finde ich das ja eigentlich. Okay, da mache ich nochmal Windschnitt. Der macht Biss, was nicht so geil ist. Aber wir machen einfach nochmal Windschnitt. Und das war nicht schon wieder einer dieser Affen. Viel zu oft. Also, ist, wie gesagt, das ist die Schwarz-Weiß-Reihe. Das sind eigentlich in meinen Augen. Also, vor allem Schwarz und Weiß 2 eigentlich im Moment für mich die besten Pokémon-Spiele. So wegen. Ob es Atmosphäre ist und Story oder Funktion, die es hatte, war das eigentlich das bisher Beste. Oder von der Herausforderung her. Aber trotzdem hier in Schwarz und Weiß 1. Das ist ein ganz dicker Kritikpunkt, meiner Meinung nach. Das ist immer so einseitig war in den Kämpfen. Also, das. Das sieht man auch später in bestimmten Arenen. Ich glaube, das war in der letzten Arena. Da werden echt nur zwei oder drei verschiedene Pokémon benutzt. Okay, der Schutz wirkt nicht mehr. Interessant. Und auch der will auf einmal kämpfen. Also in manchen Kämpfen ist da echt noch ein bisschen Einseitigkeit von den Teams der Gegner her. Sollte man auf jeden Fall noch verbessern. Vor allem mit Schwarz-Weiß kam es eigentlich ziemlich viele Drachen dazu. Obwohl, naja, Shadrago kam dazu, Trikefalo ist neu, Maxax. Na gut, und ein paar und die drei Legendären noch. Na gut, so viele doch nicht. Aber ist dann, aber selbst bei Schwarz und Weiß 2 weiß es immer noch, dass sie nur zwei oder drei verschiedene Drachen haben. Und wenn dann alle Pokémon wieder dabei sind, da haben die eigentlich auch mehr Auswahl. Da hätten die auch Zedraking, was weiß ich, Dragoran oder Brutalanda hätte alles vorkommen können. Ah, da kamen echt wieder die gleichen wie Shadrago, Naxax kam vielleicht. Also da war das noch ziemlich einseitig. Also da war ich noch von den Kämpfen, ja, da muss noch viel gemacht werden. Weil das fand ich da auch doch auch nicht wirklich gut. Und gut, der stirbt. Ah, die geben gute EP. Das muss ich ja sagen. Ach ne, ich sollte das Itemradar auch mal anmachen. Ja, und das... Naja, das nervt halt, dass sie alle kämpfen wollen. Aber immer noch keine Spur von Team Plasma. Nur diese... Ja, diese Arbeiter, die ja kämpfen, anstatt zu arbeiten. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt alle zur gleichen Zeit Mittagspause haben. Die wollen sich doch nur drücken. Da, Nachtnebel.
Okay, zieht die Hälfte ab, perfekt. Aber der Farin jetzt und jetzt die Initiative und zieht noch verdammt viel ab in seinen Volltreffer. Vermutlich ist es ja schneller. Aber das wird wirklich nochmal ein Volltreffer sein. Aber dafür dürfte er jetzt sterben. Perfekt. Genau wie ich es eingeplant habe. Finde ich gut. Ah, und Praktibald, der dürfte eigentlich nicht viel gegen uns ausrichten können. Ach doch, ah, der kann Steinwurf, oh. Ja, das, aber... Ich hab's nur ausgehalten. Aber der hat auch viele KP, ja doch, KP. Ich komme ja auch bei meinen ganzen Spielen durcheinander, mal sind es TP, mal sind es LP, mal sind es KP. Mal sind, ja... Oder mal sind es HP. Und ja, Steinwurf trifft natürlich in Schwarze mit einem Volltreffer. Also, oh nee. Aber es ist dumm, was er jetzt macht. Das war dumm, der hätte mit einem Steinwurf mich umbringen können. Jetzt stirbt er dafür. Eigene Schuld. Eigene Dummheit. Und damit haben wir den Kuno auch geownt. Und was haben wir hier? Eisheiler. Aber wir wurden bisher noch nicht eingefroren. Finde ich auch gut so. Ah, okay. Auch der bewacht ein Item. Schieben wir uns einfach mal so an dem vorbei. Saufen mal kurz eine Kuhmo-Milch. Und dann betteln wir uns halt auch dann mal direkt gegen ihn. Mit ihm. Ne, mit... Ja, das heißt mit ihm betteln. Noch gegen ihn betteln, das... gegen ihn betteln? Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach, ich fordere ihn dann mal heraus. Ja, und die haben alle diese gleichen Standardsprüche. Auch ein Grund, warum ich die ja nicht mehr vorlese. Was ich nur mache bei bestimmten Charakteren, zum Beispiel bei den Plasma-Rüpeln, da würde ich schon noch die Texte vorlesen, weil die geben manchmal auch, bei manchen Texten geben die auch Hinweise auf bestimmte Sachen. So, ob es Sachen über N sind oder über... Über bestimmte andere Mitglieder oder über den Plan, den sie haben und sowas. Weil da geben sie doch schon ein paar interessante Infos. Oder auch manchmal Hintergrundwissen. Zwar eher selten, aber wenn es mal der Fall ist, dann schon. Überhaupt, wir haben ja auch noch nicht alle Mitglieder von Team Plasma kennengelernt, das kann ich schon mal sagen. Bisher kennen wir jetzt eigentlich nur die Rüpel, N als Boss. Jesus haben wir kennengelernt. Dann noch zwei andere Weisen. Ich weiß nur die Namen nur leider nicht mehr. Und die sagen ja auch schon, es gibt ja 7 Weisen und wir haben ja erst 3 getroffen. Also es gibt noch 4 Stück. Und sonst weiß man ja auch nicht, wer noch alles im Team Plasma ist. In Schwarz und Weiß 2 gibt es ja auch noch Team. Da gibt es ja auch noch Team Plasma, wie gesagt. Da kommen auch nochmal neue Mitglieder dazu. Aber das ist natürlich noch alles in ferner Zukunft. Das, also zu Schwarz und Weiß, weißt du, der Story fange ich jetzt noch gar nicht an. Aber die Story war eigentlich episch. Viele sagen auch wieder, die wäre eintönig und sowas oder ein bisschen schlecht durchdacht, aber für Pokémon-Verhältnisse fand ich die relativ gut. Und auch hier in Schwarz und Weiß 1, das war eigentlich auch, das ist, wie gesagt, das ist auch noch richtig geil. Da kommen noch so epische Sachen. Und ich hoffe, dass die AP jetzt nicht ausgehen, sonst muss ich auf Unheilböen zurückgreifen. Und Unheilböen ist jetzt auch nicht allzu stark. Deswegen, der muss unbedingt Spukball erlernen, dann geht er richtig ab. Aber ich glaube, Spukball erlernt er ziemlich spät. Okay, wir haben Steinwurf abgewehrt, perfekt. Und Unheilböen. Perfekt. Auch immer noch kein Level up. Aber es reicht doch langsam für Mumie, denn wenn die jetzt schon die AP ausgehen, dann reicht das auch schon langsam mit Training. Kommt Verkogel mal nach vorne. Er soll sich auch mal bald entwickeln. Okay, wir sind... Achso, Sherman kommt noch. Wir sind an unserem Ziel angelangt. Was meinst du? Ist da drin jemand? Ich will mal ja sagen, weil boah, das wüsste ich nicht, wo noch einer sein kann. Dann wollen wir mal was. Und rein da. Und? Wer ist denn da? Tatsächlich. Team Plasma. Und Violakius.
Einer der wenigen Namen, der von den Weisen, die ich mir merken kann. Grund, werdet ihr in Schwarz und Weiß 2 sehen, warum ich mir den gut merken kann. Weil er, also ein kleiner Spoiler, weil er dort auch nochmal vorkommt und eine etwas größere Rolle spielt. Ihr da! Schaut euch näher um mich! Ich ertrage diese... Warte, ich brauche einen coolen Akzent für ihn. Ich ertrage diese Kälte nicht mehr. Sieh an. Ihr hattet euch also tatsächlich hier drin versteckt. Wenn euch übrigens wirklich so kalt ist, kann ich euch auch nach draußen führen. Auch wenn ich keine Lust dazu habe. Die Pokémon-Freunde unseres Königs befinden sich hier in unserem Gewahrsam. Wir dürfen auf keinen Fall riskieren, dass sie verletzt werden. Also los, Tiplasma, vertreibt die Eindringlinge. Dein Wunsch ist uns Befehl, großer Meister. Ihr da, ihr Rotznasen, ihr werdet gegen uns kämpfen müssen. Gary, ich würde sagen, wir machen halbe. Jeder von uns übernimmt eine Hälfte von denen. Okay, genau, jetzt können wir uns 4 Team Plasma-Mitglieder aussuchen und die mit denen battlen wir uns. Moment mal, ist das hier? Ist halt cool. Also das ist echt coole Detailarbeit, dass man hier rutscht. Genau, darauf bin ich auch gerade gar nicht eingegangen. Da war diese Eisfläche, da rutscht man halt dann in eine Richtung nur. Man kann man die Richtung dann dabei nicht ändern. Auf meine eigene Weise gehöre ich zu den Stärkeren von Team Plasma. Nur damit du Bescheid weißt. Ja, das darf man die doch alle. Ja, aber... Ah, die setzen dieses Pokémon ein. Unratütox. Okay, das hat... Oh, da kriegt man sogar einen kleinen Nachteil. Er hat nämlich eine Giftschwäche. Aber wir werden es einfach mit Nitro-Ladung überrollen. Und wir haben ja auch noch die Holzkohle angelegt. Und es erhöht sogar noch die Initiative. Aber es trifft ein fieses Schlammbad. Ja gut, wir hätten jetzt auch vergiftet werden können. Das wäre natürlich lame. Ja, als ich ja gerade angesprochen habe, Vielseitigkeit in den Pokémon-Kämpfen. Auch das haben die auch mit Team Plasma noch nicht so gut gelöst. Bei Team Rocket und Team Galactic war es ganz schlimm. Die haben da, glaube ich, vielleicht 10 verschiedene Pokémon gehabt, die immer wieder eingesetzt. Bei Team Plasma sind schon wesentlich mehr Pokémon. Die setzen doch schon mit der Zeit auch andere ein. Aber doch immer ein bisschen noch ein bisschen zu unvielseitig. Seltsam. Irgendwie bin ich auf einmal so müde. Und aber in Schwarz und Weiß 2 haben die auch das gelöst. Da sind die ziemlich verschiedene Pokémon. Eine auch stärkere und alles. Ich gehöre durchaus zu den... Ja, die sagen doch alles Gleiche. Ja, tatsächlich. Aber trotzdem, auch wenn ich mich jetzt ein bisschen über das Spiel beschwert habe, ist es natürlich insgesamt trotzdem noch ein geiles und meiner Meinung nach gut gelungenes Spiel der Pokémon-Reihe. Denn wie gesagt, dieses Spiel ist für mich eigentlich... Also Schwarz und Weiß war für mich jetzt eigentlich der Anfang so der neuen Generation. Das habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Also so mit Schwarz und Weiß fing erstmal so eine richtige Story an. Die Pokémon wurden animiert. Das hat Pokémon nochmal eine komplett neue Generation gebracht. Eine komplett neue Dimension. Und auch so, dass es jetzt auch ein bisschen ernster wird, finde ich. Also ich finde, die Storys sind jetzt auch viel ernster gestaltet. Das kommt vor allem nochmal, man kann später noch so richtig... sehen, dass ja, dass es richtig davon abhängt, Team Plasma aufzuhalten und so. Also das wird hier richtig gut dargestellt. Und auch so auch allgemein dem Spieler wird auch mal wieder diese Frage hinterlassen. Vor allem mich hier als alten Hasen im Pokémon-Bereich, ne, der schon mit Rot und Blau ja aufgewachsen ist. Ne, die ganze Zeit lang fängt man Pokémon trainiert, die setzt ihn in Kämpfen ein. Und jetzt nach, wann habe ich das erstmal gezockt, ist nach über 10 Jahren Pokémon spielen, wird dann tatsächlich diese Frage im Spiel gestellt, ob es überhaupt richtig ist, das zu tun. Und Bodycheck. Nee, mache ich nicht. Ich bin nicht so ein Fan von Rückschussattacken. Obwohl doch, Flammenblitz ist geil oder was gab's da noch? Sturzflug, die sind cool. Aber Bodycheck ist dafür nicht so stark und macht trotzdem ziemlich viel Rückschussschaden. Okay, dann haben wir noch den hier. Oh, und wir haben auch schon wieder 29 Minuten. Aber ich will den Story-Abschnitt noch zu Ende machen.
Und dann aber wird es ja auch wieder kürzer ein bisschen. Das sind jetzt nur diese, das sind eigentlich hauptsächlich nur die Erkundungs- und die Story-Parts, die ein bisschen länger sind. Aber jetzt so, wenn wir jetzt normal eine Route durchqueren, dann ist es natürlich kürzer. Weil wenn ich was ungern mache, nämlich, also wie ich in den Story-Part, wenn, also wo halt Spieler-Dialoge sind, was so während gerade die Story am Laufen ist, dann unterbrechen, weil das mache ich auch nicht gerne. Gut, außer natürlich bei bestimmten anderen Spielen, wo halt durchlaufende Story ist. Das ist in Pokémon ja nicht der Fall. Dann ist mal wieder ein bisschen Ruhe, dann läuft man durch eine Route und dann kommt ein ganz kurzer Dialog nur. Und dann geht man erst über die nächste Stadt, dann ist das wieder eine, ja, dann kommt ja eine größere Story. Das schwankt ja immer ziemlich. Okay. Achso, der hat uns ja dann die Nervensäge entdeckt und die Aktion ein Ende gesetzt. Auch die wollen also Pokémon verschleppen und wurden aber entdeckt. Also die haben noch verschleppte Pokémon. Und entdeckt und sind deswegen geflohen, okay. Genau, seine Junge in Maria City, die hat auch davon geredet, dass die Plasma ihn dazu gezwungen hat, ja, gegen ihn zu kämpfen und haben danach seine Pokémon geklaut. Weil die ja meinen, dass das ja das Richtige ist, was sie tun. Sonst glaube ich, dass diese Organisation auch an PETA angelehnt ist. Für die, die das nicht wissen, PETA ist eine, also ist in real life jetzt eine, ja, eine Tierschutzorganisation, die sich für, ja, so für Tierrechte, sag ich mal, einsetzt, die auch teilweise sogar gegen Pokémon sind, weil dort Tiere gegeneinander, also Pokémon sind ja wie Tiere und die Tiere kämpfen ja praktisch gegeneinander und die sind ja dagegen, weil das ja die Menschen dann wirklich irgendwie beeinflussen könnte. Da habe ich auch schon viele Parodiespiele rausgebracht. Zum Beispiel auch von Mario, da ging es um den Tanuki. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Zum Beispiel da, okay, wir haben eine Angeberei abgewehrt, perfekt. Da gab es da mit Super Mario 3D Land, kam ja der Tanuki zurück. Und hat sich ja auch Peter wieder so aufgeregt, dass er diesen Waschbäranzug trägt. Und dann haben die tatsächlich ein Spiel gemacht, wo man einen Waschbären spielt, der kein Fell hat und der Mario jagen muss, um sich sein Fell zurückzuholen. Ja, lang lebe Team Plasma. Die Pokémon, die mit den Menschen kooperieren, machen nach außen hin zwar einen vergnügten Eindruck, doch in Wahrheit leiden sie. Darin besteht für mich kein Zweifel. Ah, Turner, okay, da kommt er. Sieh ihn an! Da habt ihr euch ja mein kühles Örtchen als Versteck ausgesucht. Also dann, Männer, schnappt euch diese Pokémon-Diebe. Alles klar. Tja. Da haben die Pech. Ja, tschüss, ne? Okay, es könnte auch ein bisschen schneller gehen. Ich wollte was machen in dem Part. Also 40 Minuten werden es bestimmt sein. Tut mir leid. Und auch der Violarchius ist jetzt weg. Respekt, ihr seid ja doch gar nicht mal so schlecht. Also gut, versprochen ist versprochen. Kommt in meine Arena und stellt euch der Herausforderung. Ich bin zwar für die Ziele von Team Plasma überhaupt... ich habe für die Ziele von Team Plasma überhaupt kein Verständnis. Und was für eine Schnapsidee, die Menschen und die Pokémon voneinander zu trennen. Das lief im Grunde darauf hinaus, dass die Pokémon für uns auf dieser Welt nicht mehr existieren würden. Was sind diese Kerle von Team Plasma nur für ein lästiger, bornierter Haufen? Komm, Gary, es ist hier so kalt, lass uns lieber nach draußen gehen. Aber ich weiß mal gucken, was da für ein Item liegt. Ewiges Eis, verstärkt Eisattacken, okay. Okay, ich würde noch sagen, dann... gehen wir noch kurz zur Arena und dann beende ich da auch den Part. Aber okay, das mit Team Plasma hat dann doch gut geklappt. Und hier finden wir noch einen Netzball. Gut, und dann... ja, erstmal raus hier. Und es regnet tatsächlich noch. Na gut, ich nehme jetzt auch gerade an ein Stück auf. Und genau, warum sollte es nach einer halben Stunde nicht mehr regnen? Okay, kurz halten gehen. Und dann nur nochmal... also die Arena machen wir natürlich erst im nächsten Part. Die mache ich jetzt nicht.
Aber das war jetzt der einzige Ort in Maria City, zu dem ich noch nicht hingegangen bin. Und ich wollte zumindest dann noch davor den Part beenden. Ja, tatsächlich 35 Minuten kommt hin. Ist doch ein bisschen länger. Letzte Part war auch schon so lang. Aber Arena-Parts oder so Routen-Parts sind dann wieder ein bisschen kürzer. Aber was... Oh mein Gott. Story. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Turner. Ach genau, und ich habe ja von dieser Episode N erzählt. Dort kommt ja auch der Jesus vor. Und jetzt kam ich endlich so ein bisschen eine Ahnung, wie seine Stimme sein wird. Und sie ist ziemlich tief. Ich gehöre zu Team Plasma und man nennt mich Jesus. Ich bin hier, um meine Kameraden im Empfang zu nehmen. Um die ihr euch so freundlich gekümmert habt. Jetzt krieg ich dich mal wieder ein. Deinen Dank kannst du dir sparen. Deine sogenannten Kameraden wurden dabei erwischt, wie sie Pokémon entführen wollten. Oh, da muss aber ein Missverständnis vorliegen. Wir haben es uns lediglich zur Aufgabe gemacht, Pokémon aus den Fängen böser Menschen zu befreien. Na, wenn das mal stimmt. Meine Ausdrucksweise ist zwar manchmal etwas zu direkt, aber ich bin eben ein ehrlicher Typ. Du hingegen drückst dich zwar gewählt aus, machst aber ansonsten einen recht dubiosen Eindruck für mich. Also, was willst du mir sagen? Wir wollen Team Plasma haben. Na, hä? Wir wollen Team Plasma haben. Wir von Team Plasma haben nachhaltiges Interesse an Maria City. Daher sind wir hier auch mit vielen unserer Leute vertreten. Ob das so stimmt oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Aber dass du sogar, ohne zu kämpfen, als Sieger hervorgehst, sollte schon für irgendwas gut sein. Also schön. Nimm deine Leute und verschwinde hier. Eine wahrhaft weise Entscheidung, Chef des Untergrundes. Deine Gabe, eine Situation binnen weniger Minuten richtig einzuschätzen, beeindruckt mich wirklich mehr. Beeindruckt mich wirklich sehr, wollte ich gerade nur sagen. Ich habe mich mit meiner redegewandten Art doch ein bisschen missverkalkuliert. Wohlan, es ist an der Zeit, mich zu empfehlen. Okay, das war gerade irgendwie doppeldeutig, ja. Gestattet, dass ich mich nun mit meinen Kameraden zurückziehe. Oh, Turner, warum lässt du die so einfach gehen? Vielen Dank, werter Jesus. Aber, mein Guter. Schließlich arbeiten wir zusammen für den König und gehören beide zu den sieben Weisen, oder etwa nicht? Nun dann, ihr guten Leute. Eines Tages werden wir einander gewiss wieder begegnen. Gehabt euch wohl und der Friede sei mit euch. Jesus ist echt der... Also er macht mir echt den bösesten Eindruck von allen. Aber wir haben auch erfahren, er verschweigt irgendwas. Überhaupt, wir wissen ja allgemein nicht, was Team Plasma vorhat. Dieses ganze Team Plasma verschweigt was. Ja, na gut, die verschweigen ihren Plan, das ist klar. Tut mir leid, dass es so gekommen ist. Besonders nachdem ihr die Kerle aufgespürt habt. Erholt euch erstmal von dem Schock. Aber vielleicht starten wir danach noch doch noch unseren geplanten Pokémon-Kampf. Lasst mich also nicht so lange warten, hört ihr? Okay, das heißt, wir können also endlich kämpfen. Aber Turner, warum lässt du die gehen? Das ist eigentlich, der hat ja praktisch sofort aufgegeben, als ob der einfach nur im Streit aus dem Weg gehen wollte. Naja, aber andererseits hätte er nicht gefangen halten können. Der hat ja nicht zum Beweisen, dass die irgendwelche Pokémon gefangen haben. Der hatte nicht zum Beweisen. Nun, wir haben sowieso versucht, Kämpfe mitten in der Stadt zu vermeiden. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass hinter diesen Jesus mehr steckt, als es auf diesen ersten Blick scheint. Okay, Sherman hat es auch schon erkannt. Nein, ich will ja nicht spoilern sowas, aber ich kann nur schon mal sagen, Jesus wird noch eine besondere Rolle in Schwarz und Weiß bekommen. Also, ich werde mich dann mal zusehen, dass ich meine Pokémon noch ein wenig trainiere. Gegen diesen Turner will ich mich nämlich auf keinen Fall verlieren. Ach, im Gegenteil. Ich werde mir meinen Orden mit Bravour holen.
Okay, also was ich jetzt gerade sagen wollte über Jesus, jetzt habe ich ja ein bisschen was schon angedeutet. Aber ich will es auch nicht als Spoiler sehen, denn das ist ziemlich offensichtlich, dass er was verheimlicht. Und nun ja, vielleicht finden wir es ja bald heraus, was es überhaupt noch weiterhin auf sich hat mit Team Plasma. Die sind ja sowieso von Anfang an schon merkwürdig. Man weiß nicht, was die vorhaben. Die haben immer wieder andere Ziele gehabt. Mal haben die versucht, den Draco-Schädel zu stehlen. Jetzt weiß man nicht, was sie in Maria City wollten. Dann waren die auf einmal in Rayono City, wo sich Enya als König entpuppt hat. Dann haben wir auf einmal von Reshiram geredet. Also, man weiß auch nicht, haben die mehrere Pläne oder läuft das alles auf einen riesigen, großen Plan hinaus? Oder planen die was ganz anderes? Nun ja, wir finden es heraus, aber im nächsten Part interessiert uns jetzt erstmal die Arena. Also, wir sehen uns dann, wenn wir Turner ownen. Ich wünsche euch dann mal wieder was. Bis dann und ciao.